Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und das erste Video, das ich euch zeigen, wie ihr seht. Und zwar ist das etwas, was ich gemacht habe. Da kann man einfach so das Handy draufstellen. Hier. Nachher filmt es also so, wie ich zeichne. Und das ist, das freue ich mich sehr, dass ich das habe, weil jetzt kann ich von der Vogelperspektive so immer also Videos machen, damit man das besser sieht. Ja, das wollte ich noch zeigen. Und in heutigen Video machen wir eine Challenge, und zwar die 10-Minuten-Challenge. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Aber auf jeden Fall mal zeichne ich einen Anime-Charakter in 10 Minuten, in 1 Minute und in 10 Sekunden. Und ja, ich schaue, wie das alles wird. Und ich hoffe, euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich habe mir mal einen Timer aufgestellt. Also 10 Minuten zuerst. Ich tue es einfach nachher hier legen. Also hier. Und ich zeichne dann den Anime-Charakter zuerst in 10 Minuten. So Leute, das ist das Endresultat. Sieht, bin ich wirklich kein schneller Zeichner. Das heißt, dass ich eigentlich für Zeichnungen sehr viel brauche. Das sieht man da, dass ich in 10 Minuten Zeit scheiße gezeichnet habe. Ich wusste nie, wie das, also wie das in 10 Minuten was Schönes schaffen soll. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Und plus nur mit dem Editing, also das ist auch noch plus so der Challenge, also ich konnte nicht so viele Striche machen. Aber ja gut, das ist in 10 Minuten. Jetzt kommen wir zu 1 Minute. So Leute, das ist das 1 Minute Resultat. Was mir gesagt zu dem, ist auf jeden Fall mal viel schlechter, wie man sieht. Ich musste wirklich schnell zeichnen. Aber gut, jetzt kommen wir zu den 10 Sekunden. Ich weiß nicht, wie das wird, aber ja, versuchen wir das. So Leute, ich mache die 10 Sekunden, ich mache jetzt keinen Zeittreffer, ich mache wirklich live 10 Sekunden. Also, 3, 2, 1, go! So Leute, das ist das Resultat. Look at this dude! Wait till you see the. No, 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 no. Von der 10-Sekunden-Zeichnung, wenn man das vergleicht mit der 10-Minuten-Zeichnung, sieht auf jeden Fall man das besser. Und das sehr schlecht, also das ein kleines Kind gemacht hätte. So, das waren also diese drei Challenges. Also 10 Minuten, 1 Minute und 10 Sekunden. Ich schreibe es noch schnell an, damit ihr auch wisst. 10 Minuten, 1 Minute, 10 Sekunden. So. 10 Minuten, 1 Minute, 10 Sekunden. So Leute, also das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch andere Challenges wollt, damit ich sie ausprobiere, oder sonst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.